Am 13. Juni hat die Große Koalition im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Beschaffung von waffenfähigen Drohnen für die Bundeswehr durchgesetzt. Zuvor wurde die entsprechende Beschlussvorlage bereits im Verteidigungsausschuss gebilligt. Währenddessen protestierten FriedensaktivistInnen verschiedener Organisationen vor dem Paul-Löbe-Haus gegen diese Waffensysteme. Das Verteidigungsministerium will 5 Drohnen vom Typ Heron TP des Rüstungskonzerns Israel Aeronautics beschaffen. Diese Drohnen können nachträglich ohne Probleme mit Raketen oder anderen Waffen ausgerüstet werden. Karl-Heinz Brunner ist für die Beschaffung der neuen Drohnen und verspricht, dass Drohnen, die die Bundesrepublik Deutschland beschaffen wird, nicht bewaffnet und nicht für einen bewaffneten Einsatz verwendet werden dürfen. Wir haben darüber hinaus festgelegt, dass Drohnen nur dann verwendet werden können, wenn eine breite gesellschaftliche Diskussion stattgefunden hat, die in diesem Land mit den Menschen geführt wird, um überhaupt die völkerrechtliche Frage zu klären. Und ich sage an dieser Stelle auch ganz deutlich, dass diese Debatte über Bewaffnung von Drohnen öffentlich vor der deutschen Bevölkerung geführt werden muss. Ich persönlich hätte viel lieber bereits zum heutigen Zeitpunkt einen Beschluss gehabt, in dem wir ganz klar und deutlich sagen, wir werden nie und nimmermehr in diesem Land Drohnen bewaffnen. So wie wir das mit Atomwaffen beschlossen haben, so wie wir das mit Streumunition beschlossen haben, so wie wir das auch mit Chemiewaffen beschlossen haben. Eine breite öffentliche Debatte zum Thema Drohnen ist notwendig. Ich finde das wichtig, dass man in die Auseinandersetzung geht und in die Debatte geht. Von daher fand ich das gut, dass der Herr Hunke und der Herr Brunner hier bei der Kundgebung auch aufeinander getroffen sind. Ich hätte mir gewünscht, dass auch noch die Frau Keul Zeit gehabt hätte, auch noch ihre Position darzulegen. Und genauso würde ich mir aber eigentlich auch erwarten, dass die CDU auch die Traute hat, sich hier hinzuwagen und auch ihre Position hier öffentlich vertritt und nicht nur hinter geschlossenen Türen. Die Fraktion Die Linke im Bundestag stimmte gegen diese Drohnen und lehnt das teure Wettrüsten mit potenziellen Kampfdrohnen kategorisch ab. Die jetzige Beschlussvorlage, die hier entschieden wird, ist für die Anschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen. Das kostet extra viel Geld, dass die Bewaffnungsfähigkeit eingebaut wird. Wenn jetzt Leute sagen, naja, das ist ja noch keine, damit ist die Bewaffnung ja noch nicht beschlossen, dann frage ich mich, wieso man bewaffnungsfähige Drohnen hier anschafft, dann könnte man das Geld auch sparen. Ich finde auch Aufklärungsdrohnen nicht immer so prickelnd, aber Kampfdrohnen haben noch eine andere Qualität, also die Raketen haben, die schießen können. Das ist geplant und ich finde das völlig falsch. Elsa Rasbach hat die Protestmahnwache organisiert. Sie engagiert sich weltweit gegen Militarisierung und für den Schutz der Menschenrechte. Kampfdrohnen werden sehr oft völkerrechtswidrig eingesetzt, auch wenn man beteuert, dass man das nicht macht. Später definiert man Völkerrecht nicht nach dem, was man gemacht hat. So macht die USA das. Das ist alles okay, meinen die. Bringen Leute um, ohne Verfahren, ohne dass in die Öffentlichkeit gegeben wird, welche Ziele gewählt werden, ohne dass sie sich verteidigen können. Und dann mit sehr viel Unbeteiligten, die auch mitgetötet werden. Weil die Waffe ist nicht so akkurat. Und für uns ist es total wichtig, dass mindestens ein NATO-Land die Fragen stellt, die gestellt werden müssen über den Einsatz dieser Waffe. Wenn Deutschland es nicht tut, dann ist diese ganze, dann geht das unter und wird das überall akzeptiert als ein Norm. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung gegen bewaffnungsfähige Drohnen ist, sind sogar nach Umfragen, dann wieso ist die Mehrheit im Bundestag nicht gegen? Wenn wir über Drohnen sprechen, dann sprechen wir über die Staaten dieser Welt, die bewaffnete Drohnen, wie sie eingesetzt haben. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass fast alle Länder, die bewaffnete Drohnen einsetzen, diese entweder völkerrechtswidrig oder zumindest an der Grenze der Völkerrechtswidrigkeit nutzen. Wenn man erstmal die Möglichkeit geschaffen hat, dass man potenziell bewaffnen kann, dann ist das aus unserer Sicht eine gefährliche Vorfestlegung, weil es kommen andere Regierungen, die andere Schwerpunkte setzen. Und wir möchten nicht, dass Deutschland in extralegale Tötungen verwickelt ist und in Einsätze, die völkerrechtswidrig sind. André Hunko von der Fraktion Die Linke im Bundestag bringt die Gefahr durch das Wettrüsten mit automatisierten Kampfsystemen auf den Punkt.
Kampfdrohnen sind reine Offensivwaffen. Sie entgrenzen den Krieg zeitlich und räumlich. Sie können nur schießen, keine Gefangenen machen, nur töten. Und sie senken die Hemmschwelle auch zum Einsatz, weil man erstmal nicht unbedingt Soldaten irgendwo hinschicken muss. Deswegen lehnen wir Kampfdrohnen ab. Und die heutige Entscheidung hier im Bundestag ist der Einstieg Deutschlands in die Kampfdrohnen. Wir Linken fordern deshalb eine internationale Konvention zur Ächtung von Kampfdrohnen. Es ist ja bekannt, dass allein der US-Drohnenkrieg tausende Menschen das Leben gekostet hat. Er ist völkerrechtswidrig. Viele Staaten entwickeln jetzt Kampfdrohnen. Das ist keine Welt, in der ich leben will. Deswegen braucht es eine internationale Konvention, in der diese Art von Waffen geächtet werden.